Also jetzt nochmal mit alles random oder was? Nicht, dass wir nochmal auswählen, dass wir die gleichen nochmal nehmen, sondern du willst nochmal alles komplett random machen. Wir können es auch nochmal mit den gleichen machen. Ja, so haben wir da zumindest sonst immer gemacht. Wir haben beim ersten Mal random gemacht und wenn wir dann verkacken, haben wir die gleichen nochmal genommen. Ach, und jetzt das gleiche Spielchen nochmal. Ja. Bloß hoffentlich ohne das Verkacken am Ende. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, also ich will schon Würde ich mich nochmal nicht. verkacken. Würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass wir da nicht nochmal verkacken. Zu Befehl. Was brauchen? Was wollen? Ich würde ja gerne mal wieder Ancestors Legacy spielen. Gebäude fertiggestellt. Das kann ich mir vorstellen. Wir tun, was gesagt. Häuptling, der Vorposten wurde errichtet. Unsere Grenzen wurden erweitert. Wir laufen. Nicht die Glocke. Die Glocke aktivieren wir hier nur auf YouTube. Also dieses, das hat mich angewidert, wirklich. Was brauchen? Warum? Ich weiß nicht, das war irgendwie eklig. Ich habe ja nicht gesagt, aktiviere die Glocke. Ich habe nur gesagt, sowas macht man nur auf YouTube. Und sowas machen wir hier auf YouTube, hast du gesagt. So ganz unterschwellig, eine ganz unterschwellige Botschaft wieder mit auf den Weg geben. Ganz unterschwellige Gebäude Botschaft, ja. Eieiei, ei, das weiß ich nicht, das liegt mir irgendwie quer im Magen. Ja. Also, was du da machst, finde ich nicht gut. Ich schon. Nicht richtig, nicht wichtig. Finde ich eigentlich nur scheiße. Nö. Ja? Nö. Waffenscharf? Also scheiße würde ich das jetzt nicht nennen. Das sieht nach Spaß aus. Da gehst du ein bisschen weit, finde ich. Ne, und der Mörder würde sich auch nicht Mörder nennen. Ja, glaube ich schon. Meinst du, jeder Mörder gibt... Also so ein richtig professioneller Mörder, der nennt sich auch Mörder. Ich habe aber nicht, ich hab nicht gesagt richtig hallo professionell, habe ich aber nicht gesagt. Häuptling, wir müssen mehr Holz sammeln. So ein Mörder, der stolz auf sein Werk ist, der nennt sich auch Mörder. Ja, ich meinte so diesen einfachen Standardmörder, der damit bei Aldi an der Kasse gesessen hat und dann keinen Bock mehr hatte. Ja, die sind ja langweilig. Ach so. Das ist eine schöne Sicht auf die Welt, die du mal wieder hast. Also entweder schon Serienmörder oder gar nicht. Ja, true. Also ganz oder gar nicht. Also nur ein oder zwei Mörder, das sind so die Weicheier, ne? Die nicht bis zum Ende. Ja, das sind so die Leute, an die erinnert sich kein Schwein. Ja, du musst mir Legacy hinterlassen. Du musst dann schon so, keine Ahnung, einen Terroranschlag mit mindestens 100 Opfern machen. Das lohnt sich, das kommt in der Zeitung. Ja, so viel auf einmal ist auch nicht geil. Du musst über lange Zeit einfach so richtig viele Leute umlegen. Oh, jeden Tag so ein oder zwei. Jeden Tag so ein oder zwei, ja, zum Beispiel. Wir tun, was gesagt. Irgendwann stellt sich dann raus, ey, das warst du. Irgendwann gehst du dann so zur Polizei. Ja, also die letzten paar Jahre habe ich so, ja, sagen wir mal 1500 Leute getötet. Was brauchen? Ich würde mich jetzt gern stellen. Wir bringen Tod. Ey, wer weiß, wenn du dich richtig gut führst, dann kommst du vielleicht sogar noch früher raus. Wenn du die richtigen Leute kennst. Vielleicht kriegst du ja auch in Deutschland, kriegst du ja wahrscheinlich auch nur auf Bewährung dann. Ja. Ein Jahr auf Bewährung, ne, und dann passt das alles. Unsere Verbündeten. Bro, der kann doch nicht jetzt schon kommen. Das geht. Glaub mal. Ah, leider. Wir tun, was gesagt. Aber er hat wirklich nur seinen Helden, ne? Der pusht einfach nur mit seinem Helden durch. Ja gut, ne? Was unter Menschen halt so machen. Hm? Befehl? Was brauchen? Hä? Wir folgen. Ihr wissen, wo lang? Ja? Ballack, die Menschen, du hast dich. Hol
mir jemand gefälligst neue. Gebäude fertiggestellt. Wir tun, was gesagt. Was will Bleich? So, da haben wir seinen Helden schon mal down. Der Vorposten wurde errichtet. Unsere Grenzen wurden erweitert. Häuptling, wir müssen mehr Holz sammeln. Ja, ja. Wir tun, was gesagt. Hä? Was brauchen? Was wollen? Warum? Töten am Ende doch eh alle. Häuptling, wir müssen mehr Holz sammeln. So, erstmal eine Verbindung zu deiner Front, die man. Ja! Die neutralen Untoten haben gerade seine Typen davon abgehalten, mich anzugreifen. Lübt. Da ist die natürliche Mauer wieder am Start. Gebäude fertiggestellt. Häuptling, wir müssen mehr Holz sammeln. Ja, ich bin doch dabei, Holz zu sammeln. Entspannt euch. Entscheiden! Jetzt! Los, los, los! Befehl? Na, er fightet gerade tatsächlich gegen die KI auf der Karte. Was will Bleichgesicht? Und ich helfe der KI. Befehl? So, was machst du? Ja. Oh! Hi! Oh, Junge, du stirbst das ganz in die Mitte durch, oder wie? Ich war eigentlich gerade am Handeln mit meinem Helden. Dann habe ich das so durchs Handelsfenster durchgesehen. Dann dachte ich mir so kurz, wow. Wow. Das wollte ich nicht. Ja, der hat schon wieder ganz schön gepumpt hier. Ja, hat er? Ja. Also ich habe so zwei Einheiten, zwei weitere zusätzliche neben meinem Helden. Er hat schon so 20 Infanteristen. Ja, das ist ein bisschen was. Das stimmt schon. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist es... Unsere Verbündeten werden angegriffen. Brauchst du Hilfe? Ja. Mensch, dann sagt es doch. Ich denke, du kriegst eine Audiobenachrichtigung, die dich darüber in Kenntnis setzt, dass dein Verbündeter angegriffen wird. Ja, das heißt ja nicht, dass du Hilfe brauchst. Ach so. Nee, wenn ich angegriffen wäre, das eigentlich voll cool. So, das enjoy ich. Ja, nicht? Ja, klar. Finde ich nice. Finde ich irre. Boah, jetzt macht er den Ork-Spam. Was brauchen? Ja, da hauen sie nämlich wieder rein. Feiglinge. Feiglinge. Feige Hunde! Was es nicht heißen soll, dass Hunde feige sind, aber was die schon. Gerade noch so die Kurve kriegt. Gerade noch so. War grenzwertig. Oh, jetzt werd ich angegriffen. Ja? Oh, packst du schon. Ach so. Unsere Verbündeten werden angegriffen. So ein Ding ist das. Ja, das Ding ist, das Problem ist, dass ich auch angegriffen werde, immer noch. Dass ich quasi, also es gibt keinen Moment, in dem ich nicht angegriffen werde. Das ist so das Problem, wenn man den Menschen gegenüber ist. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Also ich kann nur durchgehend angegriffen werden. Der hat schon die krassen Untoten. Warum hat er die krassen Untoten? Unsere Verbündeten. Weil er die krassen Untoten hat, schätze ich mal. Wie macht denn der das? Darf er das? Darf er das eigentlich? Jo, also Ork billige Einheiten spammen bringt ja mal überhaupt nichts. Ja, aber irgendwie muss man die Ork. Also irgendwie. Also
Orks muss man ja irgendwie spielen können. Ich weiß es doch auch nicht, du. Frag mich nicht. Wir kriegen nur auf den Sack. Irgendwas muss man mit den Orks machen können, was funktioniert. Wir haben einen unserer Helden erwischt. Mein Hero ist tot. Mein Hero. Mein Hero. Nicht gut. Nix gut. Oh, der hat so dermaßen viele Einheiten bei mir. Und das sind nicht mal Spam-Einheiten, das sind einfach gute Einheiten, die der hat. Ed ist der Wahnsinn, ist der absolute Burner. Was will Bleichgesicht? Ja? Da kommt immer nur noch mehr. Mehr, mehr, mehr. Nee, den verliere ich, den Sektor. Ach Mann. Wir haben einen Sektor verloren. Der hätte jetzt nur noch ein bisschen durchhalten müssen. Entscheiden. Jetzt. Ist wie mit meinem Auto. Was will Bleichgesicht? Naja, dein Auto hätte, glaube ich, noch wesentlich länger durchhalten müssen, bis du dir ein neues holst, oder? Wir werden nicht. Ach so, oder meinst du, ach so, als du auch liegen geblieben bist? Ja. Unsere Arbeiter werden. Ja, das stimmt. Cool. Er hat auch bloß nur einen Tag durchhalten müssen. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Wir tun, was gesagt. Da verpiss dich mit deinen scheiß Sammlern, du Arsch. Gute Nachricht. Wir haben eine neue. Da wären wir wieder beim familienfreundlichen Nealdo. Familienfreundliche Boss. Jetzt greifen mich die Drecks Untoten an. Also die Neutralen. Unsere Grenzen wurden erweitert. Nicht diese Untoten. Die anderen. Ja, mich greift der Human noch immer. Seit einem halben Jahrhundert schon an. Einfach eine Frechheit hier. Jetzt habe ich aber einen Bär. Einen Geisterbär. Geisterbär? Ich habe Angst vor Geistern. Ja, aber Bären sind cool, sagst du? Ja, Bären sind cool. Geister sind ja das Problem. Ja, schon. Gut, die Klumpi kann ja auf jeden Fall erstmal ohne deine Unterstützung durchhalten. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist gut, ja. Aber ich komme nicht dazu, Einheiten auszubilden, so wirklich. Das funktioniert so wieder nicht so ganz. Wir tun das gesagt. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Alter, er spammt immer weiter. Und weiter. Und dann weiter. Und weiter. Und dann weiter. Und dann weiter. Es nimmt kein Ende, Alter, wie viele Zombies spammt der. Diese kleine Mizzet, Alter. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ach, mein Held ist schon wieder tot. Alter, Alter, okay. Sehr gut, Junge. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Junge, holy shit. Meine hat aber auch ganz schön viele Armbrustschützen, ey. Dafür, dass Armbrustschützen dann wirklich auch krasse Einheiten sind und keine Trash. Keine Trash-Einheiten. Dafür muss ich sagen, übertrifft er sich schon jedes Mal selbst hier wieder. Alter, ich kann diesen Sektor nicht halten, es geht nicht. Keine Chance, der will diesen Sektor unbedingt. Wir werden angegriffen! Da machst du nix, wenn der den haben will. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Ja, Bevölkerungslimit ist noch nicht so wichtig. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Bro. Ich kann dieses Wir werden angegriffen bald wirklich nicht mehr hören, ne? Unsere Arbeiter werden angegriffen. Was will Bleichgesicht? Rennen! Er ist wieder da. Entscheiden! Jetzt! Befehl! Sch-
Scheiße, Alter, wie kann man so... Also, wie kann man so sein? Entscheiden! Wir tun, was gesagt. Gute Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie. Ja, die Trash-Einheiten von den Orks, die kannst du komplett vergessen. Die Goblins, die laufen rein und bevor sie einen Schlag machen, können sie tot. Dann musst du doch auf Lindwürmer gehen, aber ich weiß nicht, dann brauchst du halt ein paar mehr so. Ich weiß ja auch nicht, mach einfach was funktioniert. Ja, schön. Wenn das noch ein guter Ratschlag war. Das war der beste Ratschlag, den ich heute gekriegt habe. Na gut, ich gehe mal davon aus, du wirst doch gar nicht so viele Ratschläge gekriegt haben. Mann, mein Held ist schon wieder down. Ficken! Jetzt? Ja. Ja? Ja. Es ist soweit. Ja, okay, lass kurz Pause machen. Ich komm rüber und danach machen wir weiter. Verdammt, wir haben einen Sektor verloren. Okay, einfach durchhalten. Ich kann jetzt gleich Trolle machen. Echt? So weit bist du schon? Ja. Text. Ja, gut, aber dafür bist du auch schon wieder quasi, ja, weg. Also schon wieder fast GG. Ich muss einfach nur überleben, bis ich die Trolle hab. Ja, ich weiß nicht, ob Trolle da tatsächlich so viel machen können. Doch. Deine Trolle werden umstellt werden von Einheiten. Hab Vertrauen. Also ich glaub, du hast dich wieder gethrowt. Hä? Ja? Wir laufen. Und ich kann hier nicht weg, weil der immer und immer wieder angreift. Ich kann hier nicht weg. Ich kann keine Sekunde hier weg. Es ist aber auch einfach nicht normal, Alter. Wie viele Untote der spammt. Kann man sich echt nicht ausdenken. Wie man so widerlich sein kann. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Du siehst, es geht. Man muss nur wollen. Ja, ja. Man muss einfach eine KI sein. Dann kann man das. Wenn man will, kann man schon wirklich richtig widerwärtig sein. Uns geht das Eisen aus, Häuptling. Das sollten wir ändern. Was brauchen? Ja, mehr Eisen wäre auch mal wirklich echt cool. So, also 3 habe ich schon mal. Ja, das ist cool, aber wird nicht reichen. Arbeiter werden angegriffen. Das wird wahrscheinlich überhaupt nicht. Das wird nicht mal im Ansatz reichen, um das abzuwehren, was da jetzt kommt. Ah, die machen aber Flächenschaden, stimmt. Aber die sind jetzt auch dann gleich schon wieder weg, deine Drehtrolle. Also ey, die haben sich wacker geschlagen, muss man schon sagen. Ja, yeah, wow, Alter. Bis zum Ende gekämpft. Nur war das Ende nicht sehr weit weg. Was ein Scheiß, ey. Uns geht das Eisen aus, Häuptling. Das sollten wir ändern. Dein Held ist aber fast tot. Ich weiß nicht, wenn du seinen Held irgendwie kriegst, dann... Unsere Arbeiter werden angegriffen. Verdammt, wir haben einen Sektor verloren. Ah, er zieht sich wieder zurück. Okay, dann kannst du den Vektor instant wieder einnehmen. Vielleicht. Kannst du dich versuchen, wieder aufzubauen. Also ich kann mich langsam zumindest ein bisschen aufbauen. Das ist schon mal etwas. Bei dir steht er ja auch nicht direkt vor der Base. Nee. Ich hab direkt am Anfang schon alles hier eingenommen und hab das dann von hier quasi gehalten. Ja, ich konnte das da oben halt nicht halten mit den Orks. Ja, die Orks sind doch einfach Trash bei der Verteidigung. Die Orks sind Trash generell, außer im Endgame vielleicht. Ja, im Endgame sind die Orks, glaube ich, stärker als so ziemlich jede Rasse. Häuptling, der Vorposten wurde errichtet. Musst halt erstmal überleben bis zum Endgame. Das wäre eine gute Grundvoraussetzung, ja. Ja? Ich krieg halt auch nicht so viel Eisen ran. Aber wenn du nur lange genug durchhältst, dann kann ich ihn irgendwann hier oben wegmachen und dann kann ich halt helfen. Wenn ich so lange durchhalten soll, bis du den da oben weggemacht hast, das wird schwierig.
Ja, das wird wahrscheinlich auch noch sehr lange dauern. Der hat nämlich auch wirklich echt nicht wenig Einheiten, wollte ich nur nochmal erwähnen. Könntest aber auch einfach mal deine Einheiten dann schnell durch ein Portal schicken, weil dann kannst du ja ganz schnell auch wieder zurück. Wenn der das nächste Mal hier bei mir kommen sollte. Ja, ganz schnell ist so ein Ding. Ja, du brauchst, die brauchen also, ja bloß einmal durchs Portal laufen, dann sind sie ja hier bei mir. Ja, bis dahin ist der aber schon wiedergekommen. Ja und, der zerstört dich ja nicht instant. Bei mir steht er, wie gesagt, kurz vor der Haupttür. Ja, dann einfach aufgeben. Ist doch vorbei. Ja, einfach aufgeben, du immer mit deinem einfach aufgeben. Wie sollen wir denn an diesen beiden Fronten das jetzt verteidigen? Das ist nicht möglich. Wenn ich zu dir komme, dann fickt er halt alles, was hier oben bei mir ist. Dann bin ich zwar nicht raus, aber dann habe ich, hier sind meine ganzen Ressourcendinger, also dann ist es halt auch GG. Also wir sind in jedem Fall GG. Wenn ich dir helfe, fickt er mich, wenn ich dir nicht helfe, fickt er dich. Das ist ganz einfach durch. Wenn einer so weit zurückliegt wie du jetzt, kann man einfach sofort aufgeben. Das ist einfach so. Das spart ja auch nur Zeit jetzt. Das ist ja nicht so, dass wir eine Möglichkeit haben, das noch zu holen. Das geht ja nicht. Er fängt ja jetzt auch langsam, jetzt fängt der Untote auch langsam an, meine Sektoren anzugreifen. Das heißt, ich muss mich jetzt schon gegen beide hier irgendwie verteidigen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Und jetzt hat er langsam auch seine Hüter schon. Gut, wir werden schnell sein. Unsere Krieger sind hungrig. Lasst uns mehr zu essen finden. Also es sei denn, die KI ist jetzt so blöd und lässt dich wirklich so lange in Ruhe da unten abschimmeln, bis du halt 20 Trolle und 20 Lindwürmer hast. Dann kannst du durchgasen. Das ist eigentlich das Einzige, worauf man hier gerade noch setzen kann. RNG. Gebäude fertiggestellt. Also einen Wachturm wollte ich doch hier nicht haben. Gebäude fertiggestellt. Was brauchen wir? Man halt wenigstens Ressourcen traden könnte, ne? Ja, ich hab 500 Holz. Wir tun was gesagt. Davon könnte ich dir theoretisch ein bisschen was abgeben. Ja, Holz brauche ich ja theoretisch auch nicht. Ich bräuchte Eisen und Nahrung. Ja, Eisen habe ich minus 11, das wird schon mal schwer. Nahrung habe ich 66, da könnte ich dir wahrscheinlich so 30 oder 40 von geben. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir tun, was gesagt. Hol mir jemand gefälligst neue. Aber der Mensch wird, also der Mensch skaliert sich mit mir hier auch hoch. Also es, obwohl ich eine Armee aufbaue, tut er es halt auch. Es ist nicht so, dass ich dem irgendwie davonlaufe hier. Gebäude oder krasser werde als der. Bin gerade mal so in der Lage, seine Attacken abzuwehren. Aber jetzt kommen Ballistas dazu und gleich habe ich meine Lenya-Dinger hier. Ja? Und dann, denke ich was mal, ist dann die Chance schon ein bisschen größer. Oh, jetzt greifen mich beide gleichzeitig an. Na, das ist ja super. Glückwunsch, KI, ihr habt es echt geschafft, das ordentlich zu koordinieren. Vielleicht kann ich währenddessen aber seinen Sektor hier unten bei mir einnehmen. Dann kommt er wieder zurück. Jetzt ist es nur noch der Untote und der Mensch ist gerade zurückgelaufen. Also ja, der Untote, der dürfte gerade nicht mehr bei dir sein. Bro, ich kann seinen Lebensbalken nicht sehen. Okay, jetzt. Gebäude fertiggestellt. Am Ende noch eh an. Okay, der Untote zieht sich jetzt zurück. Ich habe einen ordentlichen Teil seiner Armee aber auch platt gemacht. Der hat viele Lowline. Oh Gott! Okay, aber jetzt haben wir ein dickes Problem. Jetzt hat der Mensch Griffons. Und ja, das ist dann schon nicht so geil, tatsächlich. Töten am Ende doch eh alle.
Das ist sogar ganz schlecht. Und Katapulte auch. Das ist nun wirklich, wirklich ganz schlecht. Unsere Grenzen wurden erweitert. So, ich verbessere jetzt noch meine Einheiten. Was wollen? Was brauchen? Den Sektor hier habe ich jetzt auch. Jetzt jede Tierwand eingemacht, ey. Das Ding ist halt, ich habe jetzt zwar die Trolle, die sind halt krass auf dem Boden, aber ich habe halt nichts Krasses gegen fliegende Einheiten. Richtig. Das ist wahr. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ja? Und mich greifen wieder beide an. Hä? Also jetzt haben die sich irgendwie voll auf mich festgenagelt. Und auch immer gleichzeitig jetzt. Was brauchen? Also jetzt hast du zwar ein kleines Zeitfenster, aber ich verliere hier, glaube ich, gleich alles. Ich komme mal rüber mit meinen Leuten. Ja? Was wollen? Wir bringen Tod! Gute Nachricht. Wir haben eine neue Technologie erforscht. Also jetzt brauche ich ganz unbedingt Lenya. Und Fliegende. Gute Idee. Wir bauen. Wir schmausen. Auf in den Krieg! Wird langsam hier zur Pflicht. Wir folgen. Was ist das? So, sind die Trolle davon jetzt auch betroffen? Eigentlich ja schon. Hier steht alle orkischen Einheiten außer Goblins. Also werden die ja wohl dazu zählen, oder was? Verbündeten werden angegriffen. Jo. Besser ist das. Besser ist das. Jetzt erfährt er nachher doch nicht. Aber dann sind die Orks wirklich einfach die beschissenste Rasse, die es gibt. So, habe ich noch einen Lenya-Sektor? Das ist wirklich mein einziger, weil das wäre schon Arsch. Nee, das ist scheinbar wirklich der einzige. Dragiger Shit. Sage mal. Was denn? Was ist das für eine Ausdrucksweise hier? Ja, was ist doch ein dragiger Shit? Ja, aber das musst du ja nicht so sagen. Na, aber dann würde ich die Wahrheit... Ich muss doch die Wahrheit sagen. Das kann man noch anders. Nö. Nö. Wir tun, was gesagt. Glaub nicht. Wie soll man das anders sagen? Entweder das ist die Wahrheit oder nicht. Das ist einfache Ding. Gute Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie erforscht. So, so mit O, ne? Uns geht das Eisen aus, Häuptling. Das sollten wir ändern. Was wollen? Gebäude fertiggestellt. Ja, dann ist doch tatsächlich für eine relativ lange Zeit jetzt in Ruhe gelassen. Gute Nachrichten. Wir obwohl er dich schon hätte finishen können, wenn er das gewollt hätte. Ja. Zack, zack, schnell. Wir werden angegriffen. Jetzt kommt er aber wieder vorbei. Ja, jetzt kommt auch der Mensch hier wieder vorbei. Er kommt bei mir auch. Hä? Ja, tatsächlich. Ja, bei mir kommen auch nur ganz ein paar Einheiten des Menschen. Ich verstehe nicht, was der damit bezwecken will, wirklich. Versuch dich da, glaub... Ich weiß nicht, ob du den Sektor halten möchtest. Das wird ich kann mich auch zurückziehen. Also kannst du mit deinen Einheiten irgendwie zu mir kommen? Das geht, sobald ich den seinen Teil hier oben ausgeschaltet habe. Und das ist, warte, jetzt ist es der Fall. Jetzt, warte mal, wo ist das nächste Portal? Hier unten. Jetzt könnte ich mal einmal vorbeischneiden. Hab sogar schon meine ersten Eisdrachen-Dinger. Ja, diesen Sektor, den kannst du aber aufgeben. Also, das wird nix. Nicht, wenn die zu zweit den angreifen. Dann lieber, falls sie dich jetzt da angreifen, dann erstmal vielleicht lieber versuchen, den hier unten zu halten. Ja, ich bin beim Einheiten-Cap. Ich bin beim Einheiten-Cap. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich habe kaum Wintervögel machen können.
hole mir jetzt noch ein paar Jäger dazu, dass ich noch ein paar Fernkämpfer habe. Und noch ein Troll. Mal gucken, ob was bringt. Was brauchen? Weil die Lindwürmer sind halt instant down, also dann gehe ich lieber auf Trolle und dann. Okay, nee, der kommt nicht bei dir, der kommt bei mir. Jo, der kommt bei mir aus der Mitte. Alter, beeilt euch mal ein bisschen, ihr Spinner. Alter, die lassen sich aber doch ganz schön Zeit hier. Gute Nachricht. Ach, die kosten ja auch. Okay. Alles kostet Eisen, Junge. Alles kostet Eisen. Ja, klar. Fick dich. Glaubst du, die Welt ist kostenlos? Geht das Eisen auf, aber warum denn Eisen, Mann? Ich hab nicht so viel Eisen. Ah, okay, jetzt verliere ich wieder ein paar Einheiten. Das ist eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht. Vor allem Eisen ist auch das Einzige, was ich nicht erhöhen kann mit der Schmiede an Einkommen. Und alles ja, kostet Eisen. Ja, ich fick sie. Ekelhaft. Also, ich hab den Menschen auf jeden Fall, einen großen Teil seiner Armee abgezogen. Ich glaube, ich gehe jetzt durch beim Menschen. Ich glaube, da kenne ich jetzt nichts. Ich glaube, ich versuche das auszunutzen und dem Menschen gleich eine, gleich seinen Sektor hier oben wegzunehmen. Ich bin bei 198 Truppen. Und glaube, ich habe jetzt auch keine andere Wahl. Ansonsten kommen wir hier echt nicht vorwärts. Ich muss das jetzt tryen hier. Gute Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie erforscht. Zack, zack. Ja, komm, let's go. Macht sie platt. Dann haben wir doch noch eine reelle Chance. Weil der Untote sich gerade wirklich zurückhält, muss man dazu sagen. Kommt, wagt einen Blick. Ich bin mir sicher, der gibt gerade wirklich Zero Fucks. Er wäre auch zu krass, wenn der direkt durchpushen würde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das zum Teil jetzt RNG ist. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch durchpushen könnte jetzt. Ich glaube nicht, dass der programmiert ist, nur bis da und da zu gehen und danach zu warten. Ich glaube, der hat sich einfach nur umentschieden, mich lieber anzugreifen. Und deswegen ist er bei dir halt abgewichen und hat halt den langen Umweg in die Mitte genommen zu mir und deswegen. Und jetzt sammelt er wahrscheinlich wieder neue Truppen, weil wir den ja ordentlich was abgezogen haben. So, ich glaube, ich kann den Menschen hier platt machen tatsächlich. Ich glaube, ich kann den vernichten jetzt. Wir tun, was gesagt. Das wäre doch zumindest schon mal was. Uns geht das Eisen aus, Häuptling. Na, wobei, nee, der hat doch, ja, der sammelt doch hier ganz schön was. Vielleicht sollte ich mich mit dem Sektor erstmal zufrieden geben. Vielleicht kann ich den hier irgendwie so ein bisschen rauslocken. Ihr wissen, wo lang? Ja? Wir tun, was gesagt. Oh, hi. Der ist hier mit seiner ganzen Armee. Wow. Ich dachte, ich mache hier mal einen sneaky Attack. Nein. Absolut nicht. Das hier kann ich ihm abziehen. Das ist auch eine Idee. Ja, ich denke mal, ich könnte versuchen, den Menschen jetzt auszuschalten und dann kann ich dir. Dann können wir zusammen gegen den Untoten kämpfen. Das ist doch, glaube ich, wesentlich vielversprechender. Uns geht das Eisen aus, Häuptling. Das sollten wir ändern. Wenn ich einfach mehr Eisen hätte. Warum meine Sektoren? Unsere Verbündeten werden. Ja, jetzt angegriffen. Kommen die Elfen langsam aus sich raus mit den ganzen. Ja? Mit den Eisen- und Lenya-Einheiten. Da werden die Elfen langsam stark. Wir folgen. Vor allem die Eisphönixe. Wir rennen! Okay, er greift mit seiner Armee jetzt hier den Scheiß-Sektor an. Wenn ich die nochmal alle kille, dann ist GG. Dann kann der eigentlich keine Einheiten mehr haben. Alles hier in der Nachproduktion auch noch da, falls welche sterben. Tun sie aber tatsächlich gerade gar nicht. Wir schmausen! Was brauchen? Aber wenn ich erstmal drin bin in dem Sektor, dann ist der aber auch ganz schnell weg, du. Was wollen?
Häuptling, der Vorposten wurde errichtet. Unsere Grenzen wurden erweitert. Na, dann mal rein da mit dir. Ich brauche halt bloß ewig mit dem Nachproduzieren, weil alles so teuer ist an Einheiten. Oh, der Untote ist hier auch. Jetzt kriege ich doch Probleme gerade wieder. Ja, weil mich jetzt wieder beide angreifen. Er hat also gemerkt, dass sein Mate in Schwierigkeiten steckt und hat entschieden, sich ihm zu denen zu helfen. Das ist nicht so gut. Gebäude fertiggestellt. Jetzt musst du versuchen, von hinten dem Untoten alles wegzunehmen. Bin gerade bei, zumindest hier zwischen uns, die ganzen Sachen. Und ich schaff's tatsächlich, die Armee des Untoten Platz zu machen. Der kann meinen Einheiten nicht viel entgegensetzen, tatsächlich. Was brauchen? Waffen scharf? Klauen scharf? Er geht wieder zurück, aber hat jetzt nicht mehr viel. Das, was der jetzt noch hat, das denke ich mal, solltest du auch hinkriegen, ja? Zu killen. Töten am Ende doch eh. Kommt jetzt wieder auf die Wegfindung an, weil ich so viele Troller habe, die blockieren sich natürlich auch wieder gegenseitig. Aber wenn die einmal alle zuschlagen auf einmal, ist seine Armee, glaube ich, auch weg. Ich glaube, die brauchen alle wirklich nur zur selben Zeit zuschlagen und die ganze Untotenarmee ist tot. Wir tun, was gesagt. Wenn sie es richtig machen, natürlich. Das wäre schon gut. So, jetzt kann ich mir hier wenigstens mal mein ganzes Eisen holen, ey. Nicht in die Fernkämpfer. Fernkämpfer ist doof. Wir morden, wir schmausen. Den seine scheiß Bogenschützen, die sind halt so übel. Was brauchen? Wir tun, was gesagt. Ja, das meine ich. Die blockieren jetzt halt meine Trolle und die kommen nicht wirklich zum Schlagen da hinten. die ja. Kolosse hier mal weg sind, da brauche ich mir auch nicht zurückziehen, du. Ja, aber jetzt kann ich endlich meinen Golem holen. Wir werden angegriffen. Ja, also der Mensch ist quasi raus. Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Was denn? Ja, ich hatte halt gerade einen schönen Lag. Wir wissen, wo lang. Ich wollte deswegen nur wissen, ob alles klar ist hier noch. Also bei mir ja. Alter, machen die viel Schaden bei dem Helm. Der hat keine Schnitte. Uns geht das Eisen aus heute. Lol, jetzt hast du wirklich so einen Golem, ja? Kannst du den beschwören oder was? Also als Fähigkeit? Ja. Das ist ganz unten in meinem linken Baum. Wir tun, was gesagt. Hat er so ein paar Level gebraucht? Ja. Dafür ist der aber auch krass. Ja, der sieht auch krass aus. Wenn der erstmal da ist, ist der krass. Ich habe schon Max-Level mit meinem Helden erreicht mittlerweile. Ach, hier sind ja noch die verbleibenden Truppen des Untoten. Na, komm mal zu Papi. Ja, es ist trotzdem so lächerlich, ne? Ich habe hier zwei komplett ausgebaute Sektoren mit Eisen und krieg trotzdem noch so wenig ran. Einfach ein Witz ist das. Ein Witz. Wir tun, was gesagt. Die brauchen auch immer so lange zu produzieren, die scheiß Trolle. Aber wenn sie da sind, sind sie krass. Fertiggestellt. Richtig. Also sie müssen halt erstmal da sein. Gut, ich habe jetzt auch alle Upgrades von wegen Schaden und Resistenz, also, ja. So ganz normal halten die dann doch nicht so viel aus. Ich glaube, die machen noch nicht 460 Schaden normalerweise. Nee. Häuptling,
Der Vorposten wurde errichtet. Unsere Grenzen wurden erweitert. Wir laufen. Das ist trotzdem eigentlich die voll kleine Truppe, die ich da hab. Das ist einfach nur neun Trolle. Das ist nix, das ist wirklich nix. Du bist doch bestimmt noch lange nicht beim Truppencap. Ich bin bei 58 von 172. Ja, siehste. 200 ist ja das absolute Maximum, ich bin schon bei 198. Das sollten wir ändern. Und du könntest ja theoretisch noch richtig viel mehr haben. Los, Wolf. Ja? Warum? Töten am Ende doch alle. Häuptling, der Vorposten wurde errichtet. Unsere Grenzen wurden erweitert. Gott, Early Game, immer so ein Krampf mit den Orks, ey. Achso, ich könnte mir noch meinen Titan hier holen, theoretisch. Ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Hätte ich früher mit anfangen sollen. Was wollen? Gute Idee. Wir tun, was gesagt. Was brauchen? Ja? Waffen scharf? Klauen scharf? Häuptling, der Vorposten wurde errichtet. Unsere Grenzen wurden erweitert. Ja? Ja, der Letzte ist aber auch gar nicht schlecht. Der kann ja auch seine Viecher hier holen. Macht auch ganz schön ordentlich Magieschaden. Aber den Orks ist es schon fies gemacht irgendwie. Ich meine, klar, wenn du die Trolle hast, sind die richtig krass und so in die Endgame-Einheiten. Aber die sind scheiße in der Defense und die haben scheiße Early-Game-Einheiten. Also das ist schon eine Nummer. Über die Folge kann man einfach nennen John und seine Early-Game-Einheiten. Johns Early-Game-Probleme. Johns Ork-Probleme, Junge. Die Orks sind problematisch. Ja, von Anfang an haben wir ja aber gesagt, Anfang ist ekelhaft mit denen, aber Endgame ist krass. Ja, wenn du so lange lebst. Wenn du so lange überlebst, ja.